Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich war gerade noch in unserer Milchtankstelle, noch ein bisschen Energie getankt und heute habe ich wahrscheinlich das breiteste Grinsen im Gesicht seit ich vlogge, denn LVA hat mir ein kleines Spielzeug vorbeigebracht. John Deere 6250R, größte Schlepper aus Mannheim. Wir gucken einmal unter die Haube, die nach neuer Verordnung 2018 nicht mehr werkzeuglos oder schlüssellos oder was weiß ich zu öffnen sein darf. Oh, geht schwer, aber es geht. Einfach den Schlüssel da reindrücken und dann zack, Haube hoch. So, was haben wir hier? Den bekannten 6,8 Liter Motor mit AdBlue und doppeltem Turbolader. Kühlpaket im Vergleich zu unserem 6O10R natürlich etwas größer geworden. Dadurch ist der Luftfilter nach hier gewandert, den ich auch schön leicht erreichen kann. Einfach hier öffnen und dann bin ich da auch dran. Brauche ich jetzt nicht zu zeigen. Wisst ihr selber, wie das geht. Was ich persönlich eine ordentliche Verbesserung finde, ist Zugänglichkeit Batterie. Ziehe ich jetzt einfach die zwei Vorstecker raus und dann fällt mir der Schlüssel runter. Schmeiß den Rest gleich hinterher. Dann kann ich die Stufe da abnehmen und bin hier an meiner Batterie. Hier, wie bekannt bei John Deere, der Direktanschluss plus minus Pol fertig. Und was auch neu ist, ganz cooles Feature, und zwar hier. Zack. Platz für einen 11er Kasten. Oder Werkzeug, das man natürlich bei einem John Deere Schlepper nie braucht. Die Vorderachsfederung wurde verändert im Vergleich zu unserem. Hier sieht man das. Ich zoome mal da rein. Um hier höhere Lasten in der Fronthydraulik abzufangen und der Maschinendimension gerecht zu werden, sind die Zylinder etwas nach außen gewandert und stehen auch etwas nach außen. Das ist also eine komplett neue Vorderachse im Vergleich zum 6O10R, 6O15R. Hinten drin, was man dann auch endlich mal geschafft hat, was es bei den Amis schon länger gab, Druckentlastungshebel, super Sache. Hier komme ich als 170 cm großer Mensch auch ganz gut ran. Die Überhänge, wie bei unserem, passt. LED-Paket ringsrum. Das ist also das neue Flaggschiff aus Mannheim. Auch hier mit dem kleinen Aufdruck 100 Jahre John Deere Traktoren. Ganz nett. 250 PS Nennleistung mit Boost bis zu 300 PS. Also so eine richtige geile Allround-Waffe, wobei das ja immer relativ ist. Ein 655R ist in anderen Regionen eher die Allround-Maschine, aber hier im Osten Deutschlands ist das eher so die Allround-Maschine für alles. So, übrigens hinten dran ein Köckerling Vector 460, also 4,6 Meter Arbeitsbreite. Und was habe ich heute vor? Ich bereite das Weizenland vor. Da war vorher Raps und würde ich sagen, springen wir mal auf und gucken mal, was die Maschine so kann. Dann machen wir mal weiter mit dem interessantesten Part, nämlich der Kabine und dem neuen Command Pro Bedienarmgriff. Was sofort auffällt im Vergleich zum 6O10R, der Bildschirm ist ja innerhalb von 3 Sekunden hochgefahren. Das ist schon mal super angenehm. Einfach Richtung vorwählen und unten aufs Fußgas drücken und der Traktor fährt los. Wenn ich das Fußgas loslasse, hält er eben an. Kann auch einfach mit dem Fahrhebel einsteigen. So, dann hält er natürlich die Geschwindigkeit, verzögern. Ja, und wenn ich will, einfach unten aufs Fußgas drücken. Und dann übernimmt er mit dem Fuß und ich kann wieder mit dem Fuß steuern. Die Kiste hat richtig Marmelade drauf. Zack, 40. So, und dann Hebel einmal nach vorne kicken und er zieht auf Endgeschwindigkeit. Beziehungsweise die voreingestellte Endgeschwindigkeit. Dann geht es hier lang, aber das wollen wir mal nicht übertreiben hier. Und der schließt die Ortschaft. Ach, scheiß drauf, macht einfach zu viel Spaß. Also wenn es irgendwann mal Formel 1 Sport im Traktorenbereich gibt, das wird meine Maschine hier.
So, das ist jetzt ganz wichtig beim Start. Wenn dieser Aufruf kommt, um die Bedienelemente einzurichten, müsst ihr hier auf Benutzer definiert gehen. Damit sind alle Einstellungen, die ihr beim letzten Traktorstart drin hattet, wieder aktiviert und könnt wieder zugreifen auf die Steuergeräte. So, dann ist vom letzten Mal noch alles eingestellt, iTech Pro und automatische Wendevorgang. Ja, wenn wir das jetzt hier alles richtig schön sauber eingestellt haben, muss ich hier eigentlich gar nichts mehr machen. Der Traktor fährt komplett alleine. Wir fahren wieder los. Hier hinten ist übrigens am Hebel ein Knopf dran, der einmal gedrückt werden muss zum Losfahren. Wenn der einmal gedrückt ist, dann ist alles schick. Dann kann es weitergehen. Autotrack, Schnellwahltaste ist hier drauf. Und alles geht wie von Geisterhand. Ober setzt ein, Traktor zieht sich in die Spur und Feuer. So, nun habe ich das alles schick ans Laufen bekommen hier. Das hat auch nicht lange gedauert, weil wie gesagt, ja schon alles einmal eingestellt war. Und es funktioniert einfach, ja. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich steuere gerade aufs Vorgewende zu. Hier läuft die Zeit runter, beziehungsweise die Meter. Ja, noch 15 Meter, noch 10. Jetzt kommen wir an die Vorgewendegrenze. Dann reduziert der Traktor die Geschwindigkeit von alleine. Oh, hebt das Gerät hinten aus, schlägt ein, schaltet den Allrad und die Differentialsperre vorher noch aus. Dann zieht er hier so schön seinen Bogen, lässt eine Spur aus, weil ich das eben so eingestellt habe. Zieht gerade rein. Ober ist schon wieder unten. Und ich habe einen absolut top gleichmäßiges Ein- und Aussetzen am Vorgewende. Wenn man jetzt mit einer Drillmaschine arbeitet, wo kein Section Control oder sowas drauf ist, komme ich damit natürlich auch wunderbar klar und kann damit die Grenzen ausloten. Muss man sich natürlich alles ausprobieren, aber technisch kein Problem. Ja, und das Schöne ist jetzt natürlich, da der Traktor hier so ziemlich alles selber macht, kann ich euch jetzt ein bisschen detaillierter den Command Pro Fahrhebel und die neue Command Center Gen 4 Bedienung zeigen. Also nochmal zum automatischen Vorgewende. Das ist jetzt soweit eingestellt. Ich habe mir diese Seite hier so konfiguriert, wie ich sie will. Ja? Seht ihr ja auch. Und wenn ich hier drauf drücke, kann ich eben einstellen, ob am Vorgewende eine, zwei oder mehrere Spuren ausgelassen werden sollen oder eben gar keine oder ob es andere Richtungen lang gedreht werden soll. Ja, das ist eben möglich, aber wir fahren immer in die Richtung und lassen dann immer eine aus. Bearbeitungstiefe liegt hier bei ca. 20 cm. Die Maschine braucht um die 50 Liter pro Stunde jetzt bei gut Volllast, wie man hier erkennen kann. Und ja, wir haben eine Produktivität von 4,7 Hektar pro Stunde, so kommen wir auf rund 11 Liter pro Hektar. Hier geht es gerade ein bisschen schwerer, manchmal geht es ein bisschen leichter. Also hier seht ihr auch die tatsächliche Radar- bzw. GPS-Geschwindigkeit. Und wir fahren mit einem Schlupf zwischen 8 und 12%, also ideal. Der Schlupf von Allrad-Radtraktoren sollte zwischen 8 und 12% liegen. Wenn der Schlupf deutlich darunter liegt, ja, dann ist die Arbeit wahrscheinlich eben einfach genug, dann ist das auch in Ordnung. Ansonsten ist der Traktor wahrscheinlich auch einfach zu schwer und eine kleinere Maschine könnte die Arbeit effizienter verrichten. Ja, und wenn der Schlupf eben zu groß ist, ist das schlecht, weil die Energie vom Motor wird dann nicht in Fahrgeschwindigkeit umgesetzt, sondern verschwindet irgendwo dazwischen in Reibung. Und das ist natürlich nie sinnvoll und das kostet Diesel. Das andere kostet in der Regel auch Diesel, wenn die Maschine zu schwer ist für die Arbeit. Ja, also irgendwo da muss man gucken, dass man so um die 8 bis 12% Schlupf arbeitet und dann ist das schick. Das Geile ist eben auch, wenn ihr nach hinten guckt, der Grubber setzt durch diese Birne, die der Schlepper fährt, immer sehr gerade ein. Also das ist auch einwandfrei programmiert hier. Was mir richtig gut gefällt, hier dieser 40 Grad drehbare Sitz. Und korrigiert mich, wenn es 30 Grad sind beim 6R, müsste ich jetzt nachgucken. Auf jeden Fall geht er richtig schön weit rum. Aus dem Schlepper nach vorne raus gucken, sieht das Ganze so aus. Wir haben eine etwas stärker abfallende Haube als beim Vorgänger 6210R. Die großen Spiegel, die sind ja soweit auch bekannt. Die sind echt schön. Da sieht man richtig viel.
So, dann mal fix zur Bedienarmlehne, was hier alles so drauf ist. Wir haben hier ganz normal unser Handgas mit zwei Drehzahlspeichern und ja, einer Drehzahlabsenkung. Ansonsten Allrad, Allradautomatik, Sperre, Sperrenautomatik. Vier Speichermöglichkeiten für das Vorgewende-Management-System iTech. Die Auto-Track-Aktivierung, Musiklautstärke, wenn ich hier drauf drücke. Ich spiele die meiste Musik jetzt mit Lost Frequencies. Geht's los oder auch nicht? Sender weiterschalten oder eben die Musik, die man drauf hat, rundumleuchte. Die Klimaanlage kann hier drüber bedient werden. Wenn ich hier drücke, kommt es hier im Bildschirm, wie ich es eben haben will. Genauso wie der Ventilator. So oder Automatik. Ist wahrscheinlich am besten. Die Sperrung für den Command Pro Joystick. Ja, mal dran denken, wenn der aktiviert ist, beziehungsweise wenn der Hebel gesperrt ist, geht natürlich gar nichts auf dem Hebel. Unsere ganz normale Parksperre fürs Getriebe, ein Neutral. Die Front- und Heckzapfwellenaktivierung. Hier weitere Möglichkeiten, um Steuergeräte zu belegen. Hiermit kann ich das Hubwerk regeln oder eben hier vorne. Lässt sich auch zudecken, um nicht ungewollt irgendwelche Befehle auszuführen. Dann der Kreuzhebel, der automatisch immer auf der Rückseite geschlossen ist, muss ich also jedes Mal aktiv aktivieren, sozusagen. Ist auch ganz sinnvoll, weil ich schon gemerkt habe, dass ich ab und zu auch mal aus Versehen dagegen komme. Und ja, insofern ganz gut, dass der gesperrt ist. Aber wenn ich ihn natürlich bräuchte für, ja, welche Arbeit noch immer, ich stelle mir da einen Frontlader vor oder auch die Fronthydraulik, ist der hier natürlich von der Position ideal. Ja. Stelle ich mir ziemlich geil vor, gerade in Kombination mit dem Fußpedal, wo ich dann den Traktor schön mit dem Fuß steuern könnte und hierüber den Frontlader bediene. So, und für die Kameraden, die meinen, halt den doch mal richtig rein, dann bleibt das Ding stehen. Probieren wir doch einfach mal hier über Taste B. Hinten den Grober runter und dann passiert das hier. Er bleibt nicht stehen, der zieht noch. Zwar mit ordentlich Schlupf, so um die 30%, aber das ist auch immerhin hier ein 4,60 Meter 4 Balken Grober. Wenn ich den 30 cm reinhalte, ist das schon eine krasse Sache, aber er fährt noch. Und man muss fairerweise dazu sagen, dass die Maschine hier durchaus noch Potenzial hat, die Zugkraft zu steigern, weil ich habe noch Luft mit Radgewichten, ich kann noch ein größeres Frontgewicht anbauen, ich kann auf jeden Fall noch Luft runterlassen. Insofern, da steckt ganz schön was drin, auch wenn das nur eine, vorne eine 6 dran ist, aber ziehen tut er wie, weiß ich nicht, was Größeres.